Hey, du willst alles in GTA 5 besitzen? Dann hole dir auf cynicsmods.com unsere GTA 5 Pakete und werde mit unserer Hilfe einer der reichsten Spieler. Jo, was geht meine GTA-Freunde und auch Sellevelisten? Willkommen zurück zu GTA 5 Online. Und in diesem Video zeige ich euch einen Unlimited Money Glitch. Der Ganze ist leider nicht solo, dafür aber wirklich extrem einfach und schnell. Nach euren Vorbereitungen könnt ihr innerhalb von nicht einmal einer Minute Fahrzeuge duplizieren. Ihr braucht aber dafür, wie gesagt, ein bisschen was. Ihr braucht einen Freund. Ihr braucht diesen Job hier in eurem Penthouse. Link unten in der Beschreibung. Dann braucht ihr ein MOC. Irgendein Fahrzeug im MOC, ist egal welches. Dann braucht ihr noch in der Penthouse-Garage am Casino ein Fahrzeug, welches ihr duplizieren wollt. Geht auch mit der Arena, aber ich würde es euch am Casino empfehlen, weil es dann am nächsten ist. Und das war's dann eigentlich. Beziehungsweise den Job hier. Quatsch, den Job hier, den braucht euer Helfer, nicht ihr, euer Helfer. Wenn es bei euch jetzt der Fall ist, dass der Job nicht im Casino angezeigt wird, dann geht mal her auf Interaktionsmenü, geht auf Markierungen ausblenden, geht auf Jobs und macht hier einfach auf eigene und macht alle Anzeigen. Ja? Sollte der Job bei euch hier trotzdem noch nicht zu sehen sein, dann geht einfach mal her auf Online Jobs, Job spielen, markiert und jetzt auf Stuntrennen und dann startet ihr den Job ganz einfach. Und dann sollte er hier angezeigt werden. Ich zeige das euch jetzt aus meiner Sicht. Das, was ich jetzt hier mache, muss der Helfer machen. Also das ist der Helfer-Part, ne? Ich werde auch irgendwo hier im Bildschirm markieren, dass es der Helfer ist. So, euer Helfer, also euer Freund, geht jetzt in sein Casino zu dem Jobkreis, geht jetzt so an die Ecke am Telefon, dass er oben die Meldung hat, drücke Steuerkreuz rechts, um den Telefonservice zu erreichen. Und genau das drückt er jetzt. Perfekt. So, ihr wartet jetzt, bis das Menü offen ist. Dann geht ihr auf Parkdienst, geht auf Penthouse Garage, sucht euch jetzt irgendein Fahrzeug aus und dann müsst ihr X und rechts, also Steuerkreuz rechts, gleichzeitig drücken. Das heißt, X und rechts gleichzeitig. Und wenn alles geklappt hat. So, wenn ihr dann im Job seid, dann müsst ihr diesen ganz einfach nur verlassen. Bam. Perfekt. Ihr seht, das Telefon ist verschwunden. Im besten Fall spawnt ihr draußen vorm Casino. Dann wisst ihr, dass es zu 100% funktioniert hat. Hier ist es so, wenn das Telefon verschwunden ist, dann hat es auch funktioniert. Sollte es bei euch jetzt nicht beim ersten Mal klappen, dann versucht es ein bisschen. Es kann ein paar Versuche dauern. Macht euch aber nicht verrückt. Irgendwann hittet ihr das dann. Ist bei euch das Telefon hier verschwunden? Oder ihr seid draußen? Na, wenn ihr draußen seid, müsst ihr jetzt den Schritt jetzt nicht machen. Doch klar, ihr müsst den Schritt machen. Klar. Klar. Ihr müsst jetzt einfach nur eure Karte öffnen. Bam. Geht auf den Job hier unten und startet diesen. Und ihr werdet auch feststellen, dass ihr nicht ins Jobmenü kommt, denn ihr habt jetzt hier einen gefreesten Bildschirm im blauen Kreis. Und wenn ihr diesen jetzt habt, dann können wir weitermachen, weil jetzt muss der, wo das Fahrzeug verdoppeln will, was tun. Der, wo sich jetzt der Helfer, der ist jetzt in dem Sinn soweit durch. Ne? Dann würde ich sagen, switchen wir mal auf den Verdopplungs-Sally rüber. So, euer Freund hat sich verglitscht, hat jetzt den gefreesten Bildschirm hier in diesem blauen Kreis. Dann könnt ihr jetzt folgendermaßen vorgehen. Ihr fordert euch jetzt euer MOC an und stellt ihn hier so hin, wie damals beim Give Cars to Friends Glitch. Einfach hier am Parkplatz so hinstellen.
dass ihr halt hinten den blauen Kreis habt. Perfekt. Euer Freund ist, wie gesagt, im gefriesten Bildschirm. Jetzt müssen wir den erst einmal entfriesen. Und es ist eigentlich ganz simpel. Ihr startet jetzt einfach nur einen Job. Und zwar den Job für einen Titan. So, perfekt. Euer Freund, wenn ihr im Jobmenü seid, muss dann einfach nur seine Optionstaste drücken. Geht auf Online, geht auf Spieler, geht auf euren Namen und dann Spiel beitreten. Und dann wartet ihr, bis euer Freund sagt, er hat eine schwarze Meldung. Solange wir jetzt auf die Meldung warten vom Freund, mache ich ganz kurz Werbung. Und zwar, schaut mal bei Synix Mods vorbei, da könnt ihr euch richtig easy Money Boost, KD Boost, Level Boost, Modded Cars kaufen. Link unten in der Beschreibung, einfach mal vorbeischauen und mit dem Gutscheincode SELIVAL spart ihr auch noch 5 Euro auf jedes Produkt. Das heißt, kauft ihr 3 Produkte, spart ihr schon mal 15 Euro. Deswegen, schaut mal vorbei, Synix Mods, Link unten in der Beschreibung. Hat euer Freund jetzt die schwarze Meldung, dann ist es ganz einfach, ihr verlasst den Job jetzt und wartet, bis ihr dann gespawnt seid. Wenn ihr dann wieder gespawnt seid, sagt ihr eurem Freund, hey, ich bin wieder da, jetzt kann euer Freund die Meldung bestätigen. Euer Freund müsste dann wieder entfreezed sein und sollte hier dann spawnen, an dem blauen Kreis. Seht ihr, da ist er auch schon. Euer Freund kann jetzt mitlaufen, weil ich habe etwas vergessen zu bedenken. Die MOC ist jetzt verschwunden. By the way, ihr seht euren Freund nicht auf der Karte, ne? Nur so als kleine Info. Euer Freund kann jetzt mit euch mitlaufen, damit ihr euch wieder eure MOC anfordern könnt. Ihr wartet jetzt auch, bis euer Freund da ist. Schaut Richtung Casino und fordert euch jetzt eure mobile Kommandozentrale an. Die dürft ihr auch gleich auftauchen. Am besten ist das, wenn ihr ein Fahrzeug hinten im MOC drin habt. So, euer MOC ist da. Euer Freund kann jetzt hier warten. Ihr geht jetzt in euer MOC rein. Und fahrt diesen dann ganz einfach zurück. Das heißt einsteigen. Und ganz easy zurückfahren. So. Habt ihr das dann soweit? Schaut, dass ihr den blauen Kreis habt. Perfekt. Jetzt geht ihr einfach nur in euer MOC rein. Und wartet dann, bis ihr drin seid. Schnappt euch dann das Fahrzeug im MOC. Das ist egal welches. Ihr werdet es nicht verlieren. Und fahrt mit diesem Fahrzeug nach draußen. Wenn ihr draußen seid, dann geht ihr auf euer Interaktionsmenü, auf Fahrzeug und macht Beifahrer. Euer Freund kann jetzt einsteigen. Und dann fahrt ihr das Auto mal dorthin. So. Ihr rennt jetzt auf die Straße zu. By the way, ihr braucht Fagio-Roller. Wenn ihr jetzt 10 Duplikate wollt, braucht ihr 10 Fagio-Roller. Und die Fagio-Roller dürfen nicht im Clubhaus stehen. Ne? So, ihr seid jetzt hier an der Straße. Registriert euch als MC. Und jetzt könnt ihr euch einen Fagio-Roller anfordern, welche nicht im Clubhaus stehen. Ihr fordert euch dies jetzt an. Und siehe da, es taucht keins auf. Perfekt. Jetzt geht ihr einfach her, geht jetzt in eure Penthouse-Garage oder in die Arena-Werkstatt, da wo ihr es machen wollt. Geht dort einfach rein. Ich empfehle euch, wie gesagt, die Penthouse-Garage. Die ist nämlich gleich da. Ihr müsst jetzt nicht extra zur Arena fahren. So. Ihr wartet jetzt, bis ihr dann drin seid. Seid ihr drin? Dann geht jetzt ganz einfach zu dem Fahrzeug, welches ihr duplizieren wollt. Ich mache das jetzt hier mit dem Easy. Ihr steigt dort ein und fahrt mit diesem Richtung Ausgang. Aber vorsichtig, ihr dürft damit nicht rausfahren. Ihr fahrt hier entlang, orientiert euch an dem Licht da. Hier ungefähr, so an dem ersten Licht. So. Habt ihr es dann hier abgestellt, an der Wand, dann geht ihr jetzt her und schnappt euch jetzt ein anderes Fahrzeug. So,
geht her und versperrt damit dann die Fahrertüre. Einfach versperren. So, perfekt. Und jetzt checkt mal, ob ihr teleportiert werdet. Jo, perfekt. Das wollen wir. Jetzt geht ihr zum Ausgang. Und jetzt drückt ihr X und Dreieck gleichzeitig. Schaut am besten das Fahrzeug an. So. Wenn es funktioniert. Wenn nicht, dann macht ihr es ganz einfach so. Dass ihr halt dann die Meldung habt. Komm schon, Mädel, komm. So. Habt ihr dann die Meldung oben, drückt ihr jetzt X und Dreieck gleichzeitig. Also, bam. Das war jetzt nix. Das heißt dann auf ein neues. So, X und Dreieck gleichzeitig. Perfekt. Ihr spawnt dann draußen. Und wenn ihr jetzt zu eurem Fahrzeug fahrt und zu eurem Freund sagt, steigt mal aus, dann werdet ihr sehen, das Fahrzeug verschwindet und euer Kennzeichen hat sich geändert. Seht ihr jetzt bei mir nicht, weil ich einen Heckmörser habe, leider. Aber es ist kein Problem. Das ist jetzt dupliziert. Ihr fahrt jetzt damit in euer MOC rein. Einfach nur reinfahren. Und dann habt ihr das erste Auto dupliziert. Jetzt zeige ich euch, wie ihr weiter glitschen könnt. Ihr fahrt jetzt euer Fahrzeug hier rein. Fahrt damit wieder raus. Sagt eurem Freund, er soll einsteigen. Parkt das Auto da drüben wieder. Rennt wieder zur Straße. Das ist wirklich ein ganz einfacher Glitch. Wenn ihr verglitscht seid oder euer Freund verglitscht ist, dann schafft ihr es so schnell, Fahrzeuge zu duplizieren. Das glaubt ihr nicht. So, seid ihr dann wieder an der Straße. Öffnet euer Interaktionsmenü MC President. Fordert euch jetzt eure nächste Fagio an. Bam. Es kommt nichts. Jetzt geht ihr in eure Garage rein. Wie gesagt, ich empfehle euch auf jeden Fall Casino zu nehmen, nicht Arena. Ihr geht jetzt dort rein und ihr wisst ja, wir haben gerade eben unseren Easy im MOC geparkt. Ne? Jetzt schauen wir mal, ob unser Easy noch unten im Casino steht. Weil dann habt ihr den Beweis, dass es auch wirklich funktioniert, dass es dupliziert. Oh, ich bin jetzt ins Falsche. Ich bin in Parkhaus rein, nicht in Garage. Komm, das switchen wir schnell. Da habe ich jetzt selber nicht aufgepasst. So, Penthouse Garage. Dort wollen wir rein, nicht ins Parkhaus, ne? In die Penthouse Garage. Ihr wartet jetzt, bis ihr dann dort drin seid. Sollte ja recht fix funktionieren. Und dort müsste dann auch unser Easy stehen, seht ihr? Der Easy ist da. Und draußen sitzt euer Freund im Easy. So, das könnt ihr auch gleich sehen. So, ihr fahrt jetzt das Fahrzeug wieder an die Wand. Bam. Geht wieder zurück. Schnappt euch ein nächstes Fahrzeug. Das ist egal welches, ne? Wie gesagt, ihr verliert auch kein Fahrzeug. So. Versperrt hier die Türe. Und schaut, ob ihr teleportiert werdet. Nein. Klar, weil die Türe offen ist. So, wenn ihr nicht teleportiert werdet, dann macht die Türe zu. Dann parkt ihr hier wieder alles zu, dass ihr nicht reinkommt. Ganz easy so zugeparkt. Und jetzt vergewissert euch, dass ihr teleportiert werdet. Bam, funktioniert. So, jetzt geht ihr wieder zum Ausgang. Drückt wieder die Dreieck- und X-Taste gleichzeitig. Bam. Ihr spawnt draußen. Euer Freund sitzt in eurem ersten duplizierten EC. Er kann jetzt aussteigen. Das Fahrzeug verschwindet. Bam, ihr habt das nächste Duplikat.
Und die werden die Kennzeichen vom Fagio übernehmen. Damit ihr da Bescheid wisst. Dort, wo jetzt die Fagios stehen, werden jetzt die ganze Allergies hingebracht. Die Easys hingebracht. Jetzt seht ihr, wir haben jetzt zwei Fahrzeuge dupliziert. Mega einfacher Glitch. Und an der Stelle bin ich raus. Hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gerne ein Däumchen nach oben. Wenn ihr neu hier seid, gerne auch ein Abo. Wenn ihr mich supporten wollt, könnt ihr auch gerne Kanalmitglied werden. Kostet 99 Cent im Monat. Und da es ja eine Beschwerde gab, welcher YouTuber macht das denn schon im Monat 99 Cent? Ihr seid nicht gezwungen, das zu machen. Das ist jedem freiwillig überlassen, ne? Und da bin ich nicht der Einzige, der das macht, ne? Ich denke mal, derjenige weiß Bescheid, den ich jetzt ansprechen möchte. Und mit einem feurigen Knall verabschiede ich mich. Also, macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.